Das ist Öl, Freunde. Heute machen wir einen richtig fiesen Witz. Rafario, das ist voll der schlechte Witz. Das ist voll gefährlich. Was, wenn er da runterkommt, dass sich dein Kopf bricht? Na, mach dir keine Sorgen. Er kommt die Treppe runter und dann rutscht er aus. Und dann rutscht er aus und das war's. Ja, lass uns das tun. Meine Fresse, Alter. Sollen wir Stars rufen oder was? Ja. Was denkt ihr? Mach, was du willst. Ja, los geht's. Stars! Stars, komm mal her! Und jetzt verschwinden wir, los, jetzt verschwinden wir. Ich komme, ich komme, ich komme! Wisst ihr was? Das war so eine schlechte Idee und es war eure Idee. Ich habe nichts damit zu tun. Ich mache da nicht mit. Ciao, tschüss, Tschüssikowski. Ja, was für ein Vollpfosten. Das war doch cool, oder? Wie er hingefallen ist, oder? Na los, steh auf. Na los, steh auf, Stars! Das war doch nur ein Scherz! Das war nur ein Scherz! Komm! Warum antwortet er nicht? Lass mal nachsehen, ob alles in Ordnung los, ist. Lass gehen. Los. Los, los, los. Los, 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 Stars. Los. Stars. Stars. Was ist mit ihm denn? Ich verstehe das nicht. Stars, Stars, Stars. Was ist mit dir los? Oh, Rafario. Gott sei Dank. Der atmet noch. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Oh, er hat das Bewusstsein verloren. Ja. Okay, das ist nicht so schlimm. Weißt du, was wir machen? Er will sich einfach nur ausruhen, okay? Wollen wir ihn vielleicht nach oben bringen und ins Bett legen? Ja, los. Du von unten, ich von oben. Los. Ja, ja, okay. So, komm, Stars. Hoppa, so. Und so ist. Er muss sich einfach nur ein bisschen ausruhen, oder? Ja, ja. Ja. Ich glaube, das war ein großer Fehler, den ich bereits bereue. Stimmt's, Rafa? Ja, denke ich auch. Ich glaube, wir haben ein bisschen. Übertrieben. Übertrieben, ja. Okay, lass uns gehen. Wir lassen ihn rein. Ja, in Ruhe lassen. In Ruhe lassen. Ja, genau. Was ist passiert? So ein Mist. Wie bin ich gestürzt? Oh mein Gott, ich bin nach diesem Sturz ohnmächtig geworden. Und ich kann nicht verstehen, warum ich hier bin und gleichzeitig auf dem Bett liege, siehst du? Ich liege, siehst du? Ich kann nicht verstehen, wie ich nach unten gegangen bin, weil sie mich gerufen haben und plötzlich... Ach, ich verstehe nicht, was passiert. Ich verstehe es nicht. Oh, Stars, verdammt, Stars, was ist mit dir passiert, Bruder? Stars, die wollten dich nicht verletzen. Das war einfach nur ein schlechter Scherz, Bruder. Es ging einfach nur ein bisschen schief. Was meinst du? Hallo, Demon, was meinst du? Hörst du mich? Ey, hallo, hallo. Oh, verdammt, jetzt bist du da oben auf dem Himmel und kannst uns sehen. Ich hoffe, dass du nicht beleidigt auf uns bist, denn wir lieben dich, Bruder. Wir lieben dich, Bruder. Was meinst du damit, dass ich im Himmel bin? Ich bin hier vor dir, sieh mich an, Demon, schau alles mal her. Gut. Freunde, Stars hat immer nur eins gewollt. Das war sein einzigster Wunsch gewesen, den er hatte, dass er uns abonniert. Und deshalb, alle, die uns sehen und noch nicht uns abonniert haben, bitte abonniert unseren Kanal. Bitte, zu Lieben von Stars, er ist da oben. Drückt den Like-Button, abonniert uns, Freunde. Drückt die rote Taste, damit sie grau wird. Und er wird euch immer, immer lieben. Stars, du warst alles für mich. Du warst mein Ein und Alles. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich unseren Kanal abonnieren und folgen werde, wie als ob es mein eigenes Kind wäre. Warum bemerkst du mich nicht? Kannst also du mich überhaupt nicht mich sehen, um mein oder was? Kind kümmern. Verstehst du? Alles wird gut. Ich werde Gaming-Videos hochladen. Ich werde natürlich alles posten, was ich will. Also alles wird gut werden. Wirklich. Ich gebe dir mein Wort. Was bedeutet das? Alles wird dir gehören. Was? Nein, kein Gaming auf dem Kanal. Kein Gaming-Demon. Wovon redest du? Sie werden alles ruinieren. Keine Sorge. Ich verspreche es dir. Ab heute gehört mir der GL-Kanal. Alles wird bestens. Und du weißt doch, Demon ist dein echter Bruder. Ein echter Bruder. Ich werde dir immer helfen. Ich werde dich sogar auf die Toilette bringen. Okay, und jetzt lass uns gehen und ein Gaming-Video drehen. Ist ja jetzt mein Kanal. Alter, so wie ich es verstehe, wurde ich zu einem Geist. Und jetzt kann mich keiner sehen, wie ich es verstehe. Ich möchte sicher gehen und gehe nach unten. Dann werden wir sehen, ob sie mich wirklich nicht sehen. Darf ich Gegenstände anfassen? Kann ich etwas tun? Kann ich mich über sie lustig machen? Ich weiß nicht, Freunde. Wir werden es herausfinden. Lass uns jetzt gehen und sehen, was wir tun können. Damit sie mich sehen. Ist mir auch egal, was sie gerade machen. Ich werde sie stören, Leute. Was machen sie, ja? Schauen sie Fernsehen oder telefonieren sie wieder? Diese Sträuche. Jetzt gibt's Schabberlach. Hey, Rafa, hey, Rafa, hey! Ey, Alter, siehst du mich oder was? Jetzt guck mal her. Ey, deine Glatze glänzt richtig, Alter. Mua. Odyssey, Odyssey. Ey, kannst du mich sehen oder was? Sieht er mich nicht? Was spielt er da? Was spielst du da, Odyssey? Was? Basketball? Du bist doch zu klein, um einen Korb zu machen, Alter. Du bist doch viel zu... Du kommst doch nicht mal in den Korb ran, mein Alter. Du gehst jetzt Kickboxen. Du gehst Kickboxen. Papa, da pop, ey. Leute, ein interessanter Korb hier. Interessiert mich persönlich nicht, aber Rafa, was macht der? Rafaelito, Rafaelito,
Rappelito. Was zum Teufel? Was für ein Vollidiot. Ich habe alles getrunken und er schnallt es nicht, Leute. Ich habe alles getrunken. Was zum... Okay, so, jetzt muss ich mir was zu essen suchen, damit ich überlebe. Oh, ja. Der Dämon, hörst du mich? Gefunden, perfekt. Perfekt, dieser kleine Alter. Frosch hört mich nicht. Dämon, er kann mich überhaupt nicht verstehen, Leute, hier. Und so. Was ist das? Wie sind die Kopfhörer von alleine runtergefallen? Er versteht gar nichts, Leute. So, jetzt werden wir ihn ein bisschen ärgern. So, jetzt gehen wir nach Hause. Was? Ich weiß, Leute, Dämon hat nichts falsch gemacht, aber ich werde sie heute total auf die Schippe nehmen, weil ich ein Geist bin, versteht ihr? Ich verstehe nichts, wie das... Wie ist das passiert überhaupt? Keine Ahnung. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Was ist das? Die Schlüssel sind hier? Wahrscheinlich wird er mich nicht sehen, weil ich ein Geist bin, ja, ja. Er öffnet das Fenster. Alles ist zu komisch. Ich habe euch gesagt, dass er mich nicht sehen wird, weil ich ein Geist bin. Das ist so geil, Leute, das... Hahaha, ich bin Raffario. Hehehe, Adissai sitzt da und macht was. Mal sehen, was passiert, ah? Was? Der Scooter rollt von alleine wie... Was? Wie, der rollt von alleine? Wie? Wie bewegt er sich? Was ist denn in diesem Haus los? Ich verstehe es nicht. Vielleicht gibt es ja tatsächlich wirklich Geister. Ah, wie wunderbar das Leben ist, Leute. Und es wird noch schöner, wenn Sie ein Abonnement abschließen. Nur ein Abonnement, okay? Damit ich mich freue. Vielleicht zurücklehne und wieder Stars Daddy sein kann, okay? Wie früher. Weil ich nicht weiß, wie viele Videos ich noch machen werde, wenn ich ein Geist bin. Ah, kommt schon, Jungs, ja? Schau mal. Ah, Sie kommen mit Taschen, aber ich habe eine Schere. Jetzt werden Sie sehen, was ich für einen Witz mit Ihnen machen werde, Leute. Das wird lustig. Wir haben Wasser gekauft und Früchte und was Süßes. Ja, die Vollzeit. Toll, nicht wahr? Oh. Was machst du? Ey, was machst du? Kannst du die Tüten nicht halten? Verzeih mir, Raffario, aber irgendwie ist die Tüte von selber gerissen. Deshalb... Was? Was machst du? Aber das ist nicht meine Schuld. Die Tüte ist von selber gerissen. Was soll ich denn tun? Oh. Hey, wie ist das denn passiert? Und was? Du sagst, ich bin schuld dran. Oh Mann, oh Mann. Natürlich, das war nicht ich. Ja, wer hat das denn getan? Was erzählst du denn? Oh Mann, voll schade. Oh, Mann, Raffario, was treibst du denn? Ey, was ist hier los, Odyssee? Ich hab keine Ahnung, vielleicht sind einfach die Tüten kaputt hier. Kaputte Tüten, meinst du? Ja, genau. Das kann allerdings sein. Ich weiß, dass Sie mich nicht sehen können, ich weiß es, Leute. Aber das ist erst der Anfang. Mal sehen, was ich noch mit Ihnen anstellen werde. Das wird lustig, Leute. Also Leute, lass uns heute eine verrückte, abgedrehte Herausforderung drehen. Oh, heute habe ich nicht genug geschlafen. Ich bin richtig müde. Ich gehe da mal schlafen. Wovon redest du, Odyssee? Wie ist das möglich? Ich was will trinken. Nein, nicht trinken. Essen. Und? Ja, ich will einfach was essen. Und wann drehen wir das Video, Leute? Filmen wir überhaupt? Kannst du mir Cornflakes mit Milch machen, oder? Kannst du das nicht selbst erfahren? Nein, kann ich nicht, bitte. Okay, ich mach das für dich, aber danach drehen wir das Video. Wir werden sehen, ja, kein Problem. Okay, ich mach das. Setz dich hin. Okay. Hey. Schaut euch diesen Typen an, Leute. Also, da ich nichts zu tun habe, werde ich natürlich für Raffario Cornflakes mit Milch machen. Leute, wie macht ihr das überhaupt? Erst das Müsli und dann die Milch? Oder erst die Milch und dann das Müsli? Ich denke zuerst das Müsli und dann die Milch. So müsste das richtig sein. Wer zuerst die Milch einschenkt und dann die Flocken hineinschüttet, hat ein Problem im Kopf, hä? Verdammt. Oh, verdammt, alles vorbei. Alles vorbei hier, Leute. Wie viel soll ich in die Schüssel kippen? Weniger oder mehr? Keine Ahnung. Ich mach das einfach so. Mach mehr rein, Mann, mach mehr rein! Okay, hier noch die Milch.
Aber nicht zu viel. Wenn er mehr will, soll er hierher kommen und sich selbst einschütten. Alter Raffario. Alter Raffario. So, fertig. Er spricht sehr schlecht über Raphael. Jetzt wirst du sehen, dass ich mit dir einen Witz mache und Rafa wird denken, dass Demon es getan hat. Und dann wird Demon von Rafa empfangen. Jetzt schaut genau, was passiert, Leute. Hey, 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 yo, seht mal, Leute, ich habe Vitamine mitgebracht und das wird richtig lustig jetzt. Passt auf, was passiert. Das ist Kräutertee, ja? Ich mache es jetzt klein und ins Müsli, Leute, das wird richtig lecker, weil es stinkt auch extrem nach Kräutertee. Und Rafa wird denken, dass Demon es getan hat. So, Leute, das ist genug. Und jetzt noch ein bisschen Milch hinzufügen, damit keiner was merkt und dann verstecke ich mich. Ach, Leute, ich muss mich ja gar nicht verstecken, ich bin ein Geist. So, und jetzt wird er wahrscheinlich überhaupt nichts merken, weil ich rühre das jetzt um hier und dann... Und dann wird das richtig lecker. Yeah, yeah, das wird ihm richtig schmecken, Leute. Das wird so lustig. Habt ihr jetzt Bock? Hast du dir schon Müsli gemacht? Ja, 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 Raffario, euer Gnaden, euer Müsli ist da unten. Geht runter und isst es. Und ich geh in die Dusche, Alter. Oh, Dima, guter Junge. Sieht gut aus. Hä? Klasse. Ah. Was ist das für... Ich wusste, dass es lustig wird, Leute. Ich wusste es. Dima, was ist das? Was hast du mir da gemacht? Was zur Hölle, Mann? Oh, Dima. Das kriegst du wieder. Das wirst du sehen. Leute, Dima hat totalen Schiss vor Kakerlaken. Und das werde ich ihm jetzt heimzahlen. Ach, Dima. Seht ihr? Mann, das schmeiß ich jetzt. Ja, dass du weißt, dass du das mit mir nicht machen sollst, ja? Loser, loser, loser. Ich lauf weg. Leute, das ist so cool. Keiner weiß, was der andere macht und alle denken, ich bin nicht da, okay? Und das ist... Ich krieg mich nicht mehr ein, Leute. Das ist zu lustig. Versteht ihr? Und jetzt geht's noch richtig ab, Leute. Diese Schlümpfe. Oh. Während Odysseus schläft, hebe ich ihn hoch und bringe ihn zum Balkon und werde ihn einfrieren. Und ihr versteht nicht, was passiert ist. Vorsichtig, Leute. Er darf nicht aufwachen, okay? Lasst uns runtergehen. Ah. Alter Schwede, ist der schwer. Tschüss! Ich lasse ihn hier schlafen. Wow, er hat mich umarmt. Jetzt lassen wir ihn hier schlafen und ich gehe hinein und sehe, was er macht, wenn er aufwacht in der Kälte. Oh Mann. Schlaf, schlaf, mein Kleiner. Raffario, verzieh dich mit deinen blöden Witzen. Hast mir ohne Grund eine Kakerlake in die Dusche geworfen. Lass mich. Selber. Verdammt! Alter, geh weg von mir! Wirfst mich mit irgendwelchen dreckigen Kakerlaken ab! Oh. Ach, verdammt. Ah. Oh je, wieso ist es hier so kalt? Was? Bin ich auf dem Balkon? Wie bitte? Wie konnte das passieren? Raffario? Ja? Sag mal, hast du Odysseus gesehen? Odysseus? Ja. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, vielleicht oben in sein Zimmer, oder? Nein, ich habe ihn nicht im Zimmer gesehen. Und wo ist er dann? Da klopft jemand. Komm, wer ist wir gehen das? Gucken. Was machst du draußen? Was machst du draußen? Warum bist du ohne Jacke draußen? Ich weiß nicht. Ich habe geschlafen und als ich aufgewacht bin, war ich auf dem Balkon. Ich habe keine Ahnung. Dima, wieder dein Scherz oder was? Vielleicht ist er ein Schlafwandler. Nein, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Oh, ist das kalt. Komm, ist so kalt. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Haha, Freunde, schaut, was los ist. Was ist los in unserem Haus? Ja, Panik. Oh, okay, alles klar. Ein Geist ist hier, Freunde. Es ist wirklich gut. Es ist echt. Wow, da so ist das Leben, ha? Puh, Entspannung. Und jetzt, wo alle gegangen sind, der eine ging dorthin, der andere dahin, jetzt im Einzelnen, jetzt wird es richtig verrückt, Leute. Jetzt mache ich einen richtig verdammt lustigen Scherz. Ihr habt sowas noch nicht gesehen in eurem Leben. Verdammt nochmal. Oh, hab ich Hunger? Ich werde voll was essen. Oh, Chips. Oh. Was zum... Wie kann das sein? Meine Chips. Ich kann sie nicht fangen. Geht nicht. Aha. Nein, 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 nein. Was? Nein, nein. Ich verzieh mich. Das kann nicht sein. Ich lauf! Was zum... Oh, lasst mich! Ich mach Hausaufgaben! Ich
hab doch schon gesagt, ich mach Hausaufgaben. Lasst mich in Ruhe, bitte. Und macht das Licht an und macht es nie wieder aus, okay? Jetzt wird es lustig, Leute. Der Stuhl fliegt! Wie ist denn das möglich? Oh mein Gott! Ah! Was ist denn hier los? Wieso fliegt der Stuhl? Oh, was ist das? Leute, da unten ist einfach nur ein T-Shirt rumgeflogen. Glaubt ihr das? Und irgendjemand hat meine alten Chips gegessen und sie sind durch die Luft geflogen. Und dann waren sie weg. Dann sind sie verschwunden. Voll komisch. Und ich habe einen fliegenden Stuhl gesehen. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich glaube, bei uns zu Hause spukt es. Irgendein Geist. Und was machen wir jetzt? Ich habe eine sehr gute Idee. Wir müssen uns aufteilen und den Geist dorthin zurücktreiben, wo er hergekommen ist. Ja, so machen wir es. Ja, das ist eine tolle Idee. Okay, gehen wir. Auf geht's. Leute, glaubt ihr an Geister? Wenn ihr das glaubt, schreibt in die Kommentare und ich werde sehen, ob ihr daran glaubt oder nicht. Ob ihr es persönlich nicht glaubt oder auch nicht. Ist auch, naja, ich bin ja selbst einer geworden, ihr seht's ja. Freunde, wir alle wissen, dass Salz wie Gift für einen Geist ist. Sie haben große Angst vor Salz und ich werde etwas Salz streuen und einen Zauberspruch sprechen. Das wird voll helfen. Alles klar, Leute, wer glaubt noch daran? Das funktioniert nicht. Jetzt, wo ich ein Geist bin, weiß ich, dass es nicht funktioniert. Beeindruckend. Alter Schalter. Ja, ja. Abracadabra. Geist, geh! Geist, verzieh dich! Geist, geh! Oh! Leute! Ich weiß nicht, hat es funktioniert? Oh! Irgendwas stimmt hier nicht! Ich glaube, es funktioniert nicht! Ich glaube, der Geist kämpft mit dem Salz! Also, es funktioniert nicht! Was? Wie ist das möglich? Oh! Was passiert hier? Wie geht das? Oh mein Gott, der Teller ist zersprungen! Wie ist der Teller selbst kaputt gegangen? Leute! Ich glaube, mein Salz funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, das Salz hat den Geist nur noch wütender gemacht. Ich glaube, er ist nervös geworden und jetzt verwendet er Gewalt gegen uns. Oh, komm her! Ah, ja, wo bist du, Geist? Ich mach dich platt, Geist. Komm her! Timo, wir Cracker, mach dich platt. Leute, ich bin ein Geist. Er will mich schlagen, aber er kann mich nicht sehen. Dieser Frosch kriegt's einfach nicht hin. Jo, wie lustig. Und jetzt mal sehen, was Rafa machen wird. Hä? Leute, wir machen jetzt einen Ritus. Etwas, was wirklich nur ich kenne. Aber zuerst muss ich ein Feuer anzünden. Was macht der, Freunde? Generell ist es verboten, im Haus Feuer zu machen. Rafa, bist du verrückt? Bist du noch normal? Hör auf damit! Dieser Idiot hat überhaupt keine Ahnung. Was war das denn? Es sieht doch hier gar nicht. Warum ist es ausgehört? Er denkt wirklich, es ist ein Geist. Jojo, Rafa, pass auf, du kannst kein Feuer im Haus machen. Leute, tut das niemals zu Hause, okay? Niemals. Aber es zieht doch gar nicht. Warum geht es aus? Ah, vielleicht muss ich nicht so rum, aber so rum irgendwie. Was ist das? Leute, was ist hier los? Vielleicht ist Stars aufgewacht. Vielleicht ist Stars wieder aufgewacht. Unbedingt abonnieren, Freunde. Denn hier passiert etwas furchtbar Schreckliches. Ich bin immer noch hier. Ich bin nicht aufgewacht. Mal sehen, was Odysseus macht. Was hat er da oben gemacht, hä? Und was hat er vor allem gedacht? Ich frage mich, was Odysseus nach diesem Witz sagen kann, als ich hingefallen bin. Nein, schau dich an. Das tut mir so leid. Verzeih mir bitte. Was habe ich angerichtet? Verzeih mir. Verzeih mir. Ja, ich tu dir leid. Vom Wegen, Alter. Ich geb dir Schabberlach direkt ins Gesicht, Alter. Stas? Bitte wach wieder auf, es reicht, wir können es nicht mehr ertragen, okay? Bitte! Wieso habt ihr das getan? Wieso? Oh. Was?
Dir geht's gut, Stas? Du lebst noch, ihr werdet es nicht glauben, Leute. Ja? Ich bin gerade vom Himmel herabgestiegen und war ein Geist. Und die ganze Zeit habe ich mich über euch lustig gemacht. Und es war alles deine Schuld. Du warst es, der mich die Treppe herunterfallen hat lassen. Könnt ihr mir sagen, was da schiefgelaufen ist, Leute? Demon kam hierher und erzählte mir alles. Er hat mir alles erzählt. Ich hörte alles und ich wurde ein Geist. Und deshalb müsst ihr euch jetzt entschuldigen. Tut mir leid, Stas. Tut mir leid. Ich werde Ihnen nur verzeihen, wenn unsere Zuschauer einmal abonnieren und einmal die Klingel bellen. Ja, einverstanden, Leute? Abonniert den Kanal, bitte. Gebt uns ein Like und denkt an das Glöckchen, okay? Ihr könnt uns helfen. Abonniert den Kanal, okay? Okay, macht's gut. Tschüss.